Cosilla ist ein Pokémon mit den Typen Eis und Psycho, existiert seit der zweiten Spielgeneration und bildet die Basisform zu Rosana. Cosilla ist ein kleines zweibeiniges und humanoides Pokémon, das in hellviolett und weiß erscheint. Die Haare sind blond, Oberkörper und Füße färben sich dagegen weiß, Gesicht und Unterleib sind von hellvioletter Farbe und das Pokémon hat allgemein einen gedrungenen Körperbau und einen relativ großen Kopf. Der wird dann von der breiten Frisur dominiert. Die Haare wachsen etwa bis zu den Schultern und vorne ist ein Pony erkennbar. Ebenso stehen vier Strähnen zentral nach oben ab und zwei kurz in der Mitte, zwei längere seitlich davon. Im Gesicht stechen die großen Augen besonders hervor. Die setzen sich aus weißer Lederhaut und schwarz-weißen Pupillen zusammen. Ein weiterer Bestandteil des Gesichts ist dann der Mund, der sich aus vollen Lippen zusammensetzt. Der Kopf ist unmittelbar mit dem Torso verbunden, aus dem an den Stellen bzw. an den Seiten die kurzen Arme wachsen. Und das Pokémon steht auf kleinen Füßen, die ebenfalls unmittelbar mit dem Unterleib verbunden sind. Und die Shiny-Form von Cosilla ist hellrosa gefärbt. Cosilla hat ein breites Angriffsspektrum, unter anderem greift es mit Konfusion, Bezirzer und Eishieb an. Dazu kommen Statusangriffe wie Imitator, Gesang und Trugträne. Eine mögliche Fähigkeit ist Dösigkeit und verhindert, dass das Pokémon betört oder provoziert wird. Die Fähigkeit Vorwarnung gibt Auskunft über die stärkste gegnerische Attacke. Und die versteckte Fähigkeit Hydration heilt Statusprobleme bei Regen. Cosilla kann als Baby-Pokémon per Zucht erhalten werden. In späteren Generationen und anderen Regionen kann es auch wild angetroffen werden, wie dem See der Stärke in der Sinnoh-Region. Die Lippen sind sein empfindlichstes Körperteil und Neuding untersucht es auch zuerst mit den Lippen. Es wippt mit dem Kopf langsam vor und zurück, als würde es versuchen, jemanden zu küssen. Cosilla läuft hektisch umher, fällt aber auch ziemlich oft hin. Es lässt keine Möglichkeit aus, sein Spiegelbild zu betrachten, um sicherzustellen, dass sein Gesicht nicht schmutzig geworden ist. Dabei ist Cosilla ein Baby-Pokémon und besetzt seit der zweiten Spielgeneration die Vorstufe von Rosana und in den Spielen erreicht Cosilla seine Basisform durch das Erreichen von Level 30. Cosilla selbst ist unter anderem durch eine einfache Zucht seiner Weiterentwicklung Rosana erhältlich. Und mit seiner Typenkombination nimmt es halben Schaden gegen Eis- und Psycho-Attacken, doppelten Schaden gegen Feuer, Käfer, Gestein, Geist, Unlicht und Stahlattacken. Und der Rest macht normalen Schaden.